Gott meiner Gebete. Von meinen Gebeten will ich zu dir reden, Herr. Und wenn es mir sonst scheinen will, dass du wenig achtest auf das, was meine Gebete dir sagen wollen, dann horch doch dieses eine Mal auf meine Worte. Ach Herr, Gott, ich wundere mich nicht, dass meine Gebete noch so weit von dir zu Boden fallen. Ich höre ja selber oft nicht auf das, was ich bete. Mein Beten ist mir so oft eigentlich nur eine Aufgabe, ein Pensum, das ich erledige, danach ich froh bin, wenn ich es hinter mir habe. Und darum bin ich beim Beten bei meiner Aufgabe, statt betend bei dir zu sein. Ja, so ist mein Beten, ich gestehe es ein. Aber, mein Gott, es will mir fast nicht gelingen, mein Beten, das keines ist, zu bereuen. Wie soll der Mensch mit dir reden können? Du bist so fern und unfassbar. Wenn ich bete, dann ist es mir, als fielen meine Worte in eine dunkle Tiefe, aus der kein Echo zurückkommt, das melden würde, dass meine Gebete den Grund deines Herzens gefunden haben. Herr, ein Leben lang beten, reden oder ohne eine Antwort zu hören, ist das nicht viel zu viel für mich? Verstehst du, dass ich dir immer wieder davonlaufe und mit Menschen und Dingen rede und handle, die mir Antwort geben? Oder soll ich die Rührung, die mir beim Beten kommt, oder den Einfall, den ich bei der Betrachtung habe, als dein Wort und deine Erleuchtung ausgeben? O Gott, die Frommen sind da so schnell bei der Hand. Aber mir fällt es gar schwer, das zu glauben. Ich finde immer wieder mich selbst in all diesen Erlebnissen und nur das leere Echo meiner eigenen Rufe. Aber dein Wort, dich selber will ich. Ich selber und meine Einfälle sind mir höchstens für andere nützlich, selbst wenn diese Einfälle sich auf dich beziehen und die Leute sie am Ende noch für tief halten. Mir graut vor meiner Tiefe, die nur die Flachheit eines Menschen ist und eines ganz Gewöhnlichen noch dazu. Und eine Innerlichkeit, in der man nur sich selbst findet, macht das Herz noch leerer als alle Zerstreutheit und Verlorenheit in das Getriebe der Welt. Mich selber kann ich nur ertragen, wenn ich mich vergessen kann. Mich vergessen, indem ich von mir wegbetend auf dich hinlebe. Aber wie soll ich dies können, wenn du dich mir nicht zeigst, wenn du so fern bleibst? Warum schweigst du also? Warum legst du mir auf, mit dir zu sprechen, wenn du nicht zuzuhören scheinst? Wenn du schweigst, ist das kein Zeichen, dass du mich nicht zuhörst? Oder hörst du doch meinem Wort aufmerksam zu? Hörst vielleicht mein ganzes Leben lang zu, bis ich ganz mich dir gesagt habe, mein ganzes Leben herausgesagt habe. Schweigst du gerade, weil du stille Lauschen zuhörst, bis ich wirklich fertig bin, um mir dann dein Wort zu sagen, das Wort deiner Ewigkeit, um dann endlich einmal den lebenslangen Monolog eines armen Menschen im lastenden Dunkel dieser Welt zu beenden, mit dem leuchtenden Wort des ewigen Lebens, in dem du selber dich mir ins Herz hineinsagen wirst? Ist mein Leben im Grunde doch nur ein einziges kurzes Stoßgebet und alle meine Gebete nur seine Fassung in Menschenworte? Und ist dein ewiger Besitz deine ewige Antwort darauf? Ist dein Schweigen, wenn ich bete, ein Reden voll unendlicher Verheißung, ein Wort, das unausdenkbar inhaltsschwerer ist als jedes laute Wort, das du jetzt in die Endlichkeit meines engen Herzens hineinsprechen könntest, so dass es selbst so arm und klein würde wie mein eigen Herz? Herr, es wird wohl so sein. Aber wenn das deine Antwort auf meine Klage wäre, falls du reden wolltest, dann habe ich aufs Neue eine Widerrede bereit,
und sie kommt aus einem noch bekümmerteren Herzen als meine Klage über dein Schweigen, du mein ferner Gott. Wenn mein Leben ein einziges Gebet sein soll und mein Beten ein Stück eines solchen Lebens, das sich betend vor dein Angesicht trägt, dann muss ich doch auch die Macht haben, mein Leben, mich selber vor dich zu bringen. Aber siehe, das eben geht über meine Kraft. Wenn ich bete, dann redet mein Mund. Dann führen, wenn ich gut bete, meine Gedanken und meine Willensentschlüsse gutwillig über befohlenes und eingelerntes Spiel auf. Aber bin ich dann selbst der, der gebetet wird? Ich sollte doch nicht Worte beten oder Gedanken oder Entschlüsse, sondern mich selbst. Mein guter Wille gehört doch selbst viel zu sehr zur Oberfläche meiner Seele und ist zu schwach, um in jene tiefen Schichten meines Wesens zu dringen, wo ich selber bin, wo die verborgenen Wasser meines Lebens steigen und fallen nach eigenem Gesetz. Wie wenig Macht habe ich doch über mich selbst. Liebe ich dich denn, wenn ich dich lieben will? Liebe ist doch ein sich Verströmen in dich hinein, ein Anhangen an dich mit der letzten Tiefe des eigenen Wesens. Wie aber soll ich liebend beten, wenn das Gebet der Liebe, die Übergabe des letzten Grundes meines Herzens, ein Öffnen der innersten Kammer meiner Seele sein soll und ich doch selber gar nicht die Macht habe, die Tore dieser innersten Kammer zu öffnen, sondern selbst ohnmächtig und machtlos vor meinem letzten Geheimnisse stehe, das wie in schwerer, dumpfer Unbeweglichkeit in Gründen begraben liegt, in die meine alltägliche Freiheit nicht vordringt. Mein Gott, ich weiß, Gebet muss nicht notwendig Enthusiasmus und Verzückung sein und kann mich doch so ganz in deine Gegenwart und Verfügung geben, dass nichts mehr dir vorbehalten bleibt. Gebet, das diesen Namen mit Recht trägt, braucht nicht fröhlicher Jubel zu sein und der strahlende Glanz eines unbekümmerten sich selbst verschenkens. Gebet kann sein wie ein inneres Bluten, in dem in Kümmernis und Schmerz das Herzblut des inneren Menschen still in seine eigene Tiefe hineinversickert. Es wäre mir recht, wenn ich auf diese oder die andere Art zu beten vermöchte, wenn ich es dabei nur fertig brächte, dir beten zu geben, was allein du willst. Nicht meine Gedanken und Gefühle und Entschlüsse, sondern mich selbst. Aber eben das vermag ich nicht, weil ich in der alltäglichen Oberflächlichkeit meines Lebens, in die ich notwendig hinausgestoßen bin, mir selber fremd und nicht mehr bei mir bin. Wie kann ich dich suchen, dich fernen Gott, wie mich selbst dir überantworten, wenn ich mich selbst nicht gefunden habe? Sei mir barmherzig, mein Gott. Wenn ich das Gebet fliehe, will ich nicht dich fliehen, sondern mich meiner Oberflächlichkeit. Ich will nicht deiner Unendlichkeit und Heiligkeit entlaufen, sondern der Öde des leeren Marktes meiner Seele, auf dem ich herumirren muss. Wenn ich die Welt fliehe und doch nicht eintreten kann in das wahre Heiligtum meines Innern, in dem allein du finden und anzubeten wärest. Versteht dein Mitleid mit mir, denn nicht, dass ich, ausgeschlossen vom Ort, wo du wohnst, und verbannt auf den Markt vor deiner Kirche, diesen Markt leider fülle mit der Geschäftigkeit der Welt, versteht deine Barmherzigkeit denn nicht, dass der leere Lärm dieser Geschäftigkeit mir süßer ist als die grimmige Stille, die das einzige Ergebnis ist, wenn ich der Welt im Gebet Schweigen gebiete? Ohne dass ich, wenigstens durch dein beredtes Schweigen, schon hineingezogen wäre in dich? Was soll ich tun? Du hast mir geboten zu beten, und wie sollte ich glauben, du gebötest mir etwas zu tun, was mir in deiner Gnade zu tun unmöglich wäre. Ich glaube, dass du mir zu beten aufgetragen hast und dass ich es mit deiner Gnade auch vermag.
Dann aber kann das Beten, das du vor mir forderst, im letzten Grunde nur sein, das Warten auf dich, das schweigende Bereitstehen, bis du, der du schon immer in der innersten Mitte meines Wesens bist, mir von innen das Tor aufschließest, damit auch ich in mich selbst eintrete, hinein in das verborgene Heiligtum meines Lebens, um dort vor dir einmal wenigstens die Schale meines Herzblutes auszugießen. Das wird dann die Stunde meiner Liebe sein. Ob sie kommt in einem Gebet, wie man im Alltag so nennt, oder in einer anderen Stunde der Entscheidung über das Heil meiner Seele, oder in meinem Sterben, ob sie mir diese Stunde meines Lebens vernehmlich wird oder nicht, ob sie lange dauert oder kurz, das alles ist dir allein bekannt. Aber ich muss bereitstehen und muss harren, damit ich nicht, wenn du das Tor zur Entscheidung meines Lebens öffnest, vielleicht wirst du es leise und unauffällig, verloren an die Dinge dieser Welt, versäume einzutreten in mich und in dich. Dann werde ich in meinen zitternden Händen mich selber, jenes namenslose Etwas halten, in dem noch alle meine Kräfte und Eigenschaften wie in ihrem Ursprung eins sind, und dieses Namenlose dir zurückgeben im Opfer der Liebe. Ich weiß nicht, ob diese Stunde nicht schon angebrochen ist in meinem Leben. Ich weiß nur, dass sie erst in meinem Tode endgültig ihr Ende findet. In dieser seligen und furchtbaren Stunde meiner Liebe wirst du noch schweigen und mich selber sagen lassen. Nacht des Geistes nennen die Theologen solcher Entscheidung dein Schweigen in dieser Stunde, und jene, die sie erfahren, heißen gewöhnlich Mystiker, ein Wort, unter dem sich die Leute so viel Albernes vorstellen. Sie, die diese Stunde ewiger Liebesentscheidung nicht bloß wie alle Menschen durchlebten, sondern sich gleichsam dabei auch noch selber zusehen konnten. Und nach der Stunde meiner Liebe, die in dein Schweigen gehüllt ist, wird dann der Tag deiner Liebe kommen. Visio Beatifica, selige Schauen. Jetzt also, da ich nicht weiß, wann meine Stunde kommt und ob sie nicht schon angebrochen ist, muss ich warten auf dem Vorplatz vor deinem und meinem Heiligtum, muss ihn lehren von dem Lärm der Welt, muss die bittere Stille und Öde, die so entsteht, nach der Sinne, in deiner Gnade und in reinem Glauben aushalten. Das ist der letzte Sinn aller meiner alltäglichen Gebete. Nicht, was ich dabei denke, nicht, was ich dabei beschließe und fühle, nicht dieses Tun meines oberflächlichen Denkens und Wollens, nicht das in sich selbst ist es, was dir an meinem Gebet gefällt. Das alles ist ein Gebot und deine Gnade, damit die Seele bereit sei für die Stunde, da du ihr die Möglichkeit gibst, sich selbst in dich hineinzubeten. Gib mir, o Gott meiner Gebete, die Gnade, betend auf dich zu warten. Amen.